Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Ja, wir haben so einiges vor. Es ist einiges passiert in der letzten Folge. Was haben wir jetzt genau? Wellenstrandhafen, sprich mit der Wache. Dann die lutherische Lordschaft, benutze die Werkstatt der Festung, braue fortgeschrittenen TP-Trank. Wo ist. Ach so, Moment. Hier ist dann noch Erinnerung an Lutera. Sprich mit dem Schreiber. Dann nehmen wir das doch als erstes, wenn er schon direkt daneben steht. Aber wir können noch kurz mit ihm sprechen, beziehungsweise das Lied der Tapferkeit nochmal kurz spielen. Das ist jetzt nur, damit er nebenbei ein bisschen levelt und ich das nicht vergesse. Und diese, naja, möchte gern ermutigenden Szenen noch obendrauf. So, Du genug bist mit ihm da. gesprochen. Hallo Ritterin Mondgöttin. Ich bin Theo, ein königlicher Schreiber im Dienste seiner Majestät. Ich habe all deine Errungenschaften in den historischen Annalen von Lutera aufgezeichnet. Es fühlt sich seltsam an, dich persönlich zu treffen. Es ist, als würde jemand aus einem Geschichtenbuch. Als würde man jemanden aus einem Geschichtenbuch treffen. Ich habe gehört, dass du dich bald auf eine Reise nach Übersee machst. Aber würdest du mir einen kleinen Teil deiner wertvollen Zeit leihen, bevor du das tust? Ich habe da noch ein paar Orte, die ich dir zeigen will. Warum gehen wir nicht zuerst zur Turnierarena? Heute findet der Kampf des Jahrhunderts statt. Darauf haben alle schon gewartet. Okay, geh voran. Hallo? Sprich mit Jalup in den Turnierhallen. Okay, ja, er redet davon, dass wir zusammen dahin gehen, aber er möchte nicht mitkommen. Ja, das nenne ich doch nett und aufmerksam und überhaupt. Ja, da müssen wir mal schauen, wo jetzt überhaupt diese Turnierhallen sind. Oder wo die lutherische. Aber da steht Werkstatt der Festung. Nein, du sollst nicht rauslaufen. Hallo? Okay, ist auch direkt wieder reingelaufen, ohne dass ich was geklickt habe. Beherrschungsstatus. Lager. Umtausch. Okay. Die Werkstatt der Festung. Kann natürlich sein, dass die irgendwo draußen ist. Das weiß ich jetzt nicht. Wir müssen, ja, wo müssen wir denn hin? Das ist eine sehr gute Frage. Die ich jetzt gerade nicht beantworten kann. Moment, dann schauen wir mal. Das war das hier. Ach, da oben ist die Turnierarena. Ah, okay. Okay, dann reiten wir da mal eben Denke hin. daran, deinen Triporter zu. Also, gegen den Plan der Grünen habe ich ja grundsätzlich nichts, dass wir in Zukunft alle nur noch auf Pferden reiten, weil ich mag Pferde unheimlich gerne. Das Einzige, was halt ein bisschen problematisch wäre, ist der ganze Dreck natürlich, weil, ne? Wer Pferde kennt, weiß, die lassen halt eben alles einfach fallen. Halt, ich soll mit dir reden. Werte Ritterin, willkommen. Es ist mir eine Ehre, einen solch hochrangigen Gast wie du, die Turnierarena mit seiner Anwesenheit beehrt. Als ein Zeichen unserer Wertschätzung für deinen Beitrag für das Königreich haben wir einen exklusiven Platz reserviert, den du jederzeit nutzen kannst. Würdest du ihn gern ausprobieren? Ja, da oben, wo die 3 ist. Oh nein! Moment, hier ist eine Beere, aber die habe ich die schon bekommen? Ist hier irgendwo, oder? Also eine Beere, nicht Mokosamen, meine ich. Aber. Ach so, da unten. Ja, okay. Da waren wir schon mal. Okay. Ich nehme natürlich die Mitte, ist doch klar, ne? War das jetzt alles? Soll ich jetzt wieder. Ja. Okay, ich dachte jetzt eigentlich mit, möchtest du ihn probieren, ist so viel gemeint wie, setz dich hin und genieße Brot und Spiele, aber anscheinend nicht. Gefällt er dir? Ich hoffe, es ist alles zu deiner Zufriedenheit. Du bist ein Leuchtfeuer der Hoffnung für Soldaten wie uns. Warum ist das eigentlich eine Frau und die heißt Jalup? Das ist ein komischer Name, finde ich irgendwie.
Ich bin mir sicher, dass Burg Lutera stets voller Leute ist, die dich gerne sehen würden. Aber wir wären geehrt, wenn du uns erneut besuchen würdest. Wir werden immer einen Platz für dich freihalten. Okay, bevor ich Lutera verlasse, frage ich mich, ob es noch andere Geschichten gibt, die bewahrt werden sollen. Ich sollte mit Schreiber Theo darüber sprechen, in der Hoffnung, dass er eine angenehme Überraschung für mich parat hat. Ja. Ach so, da muss ich jetzt hier die ganzen Sachen quasi machen. Fertigkeitspunkttrank. Den bekommen wir dann auch. Ist das nicht der, den wir eigentlich herstellen sollen? Schreiber Theo hat auf dich gewartet. Bitte genieße deine freie Zeit hier. Und ich hoffe, dich eines Tages wieder zu sehen. Ich wünsche dir alles Gute. Okay. Zumindest der erste, der eben in der Reihe stand, kannte mich. Mit Namen. Die anderen haben nur dumm dahergesprochen. So. Dann. Ist der überhaupt da, wo der eben war? Nee, er ist schon wieder woanders. Ach, ich hab's gewusst. Ich hab's so gewusst. Immer wenn man dann nämlich zurückläuft zu irgendjemandem, dann stehen die plötzlich woanders. Okay. Du bist. Stopp, halt. Nicht so weit laufen. Wie war's? Hat dir die Turnierarena gefallen? Es ist einfach zu früh am Morgen heute zum Lesen. Während du dir den Kampf angesehen hast, habe ich mir andere Orte überlegt, die ich dir auf Burg Lutera zeigen könnte. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber es gibt da einen Ort, den ich unbedingt zeigen muss. Dort hast du vom Ritterpfad gehört, okay? Beschreite ihn und wir sehen uns danach am Brunnenplatz. Nein, habe ich noch nicht von gehört. Ich denke, das ist der hier. Der 3. Muss ich irgendwas... So. Deswegen heißt das Ding Ritterpfad, okay. Das letzte sieht mir jetzt aber nicht nach Ritter aus. Wo ist er denn jetzt? Mein Fragezeichen nehme ich an. Oder auch nicht. Königsritterin, hallo. Ich bin Irena. Ich hatte gehofft, dich zu treffen, aber ich hatte nie gedacht, dass es hier sein würde. Also, du kommst gerade vom Ritterpfad? Ich bin mir sicher, dass deine Statue auch eines Tages hier stehen wird. Du bist schließlich gerade die beliebteste Ritterin in ganz Lutera, Mondgöttin. Du begibst dich bald in ein fernes Land? Wie schade. Du stehst deiner Majestät so nahe, Mondgöttin. Ich dachte, du würdest dich hier niederlassen. Das habe ich auch gehofft. Ich habe immer davon geträumt, dir beim Ball über den Weg zu laufen. Na dann, vergiss uns nicht und bitte, komm mal wieder. Irgendwo hier unten ist er. Da. Wusstest du, dass die beliebteste Ritterin in der Geschichte Luteras bist? Hehe, eine Menge Barden liegen förmlich im Wettstreit miteinander, wer das beste Lied über die große Mondgöttin schreibt, so sagt man mir. Schließlich hast du uns vor den Dämonen gerettet. Und das an dem Tag. Wie das an dem Tag? Achso, dem Tag, an dem die 5 Jahrhunderte dieses Königreichs des Ritters beinahe ein Ende gefunden hatten. Wenn du zum Platz in der Nähe von Nerias Taverne gehst, kannst du immer noch Leute sehen, die dieses frohe Ereignis feiern. Das ist schön. Aber ich möchte diese Leute gar nicht sehen. Boah, ich weiß gar nicht. Kann man das hier besser sehen? Unten. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, man kommt nicht von unten aus ran. Deswegen laufe ich dann doch mal lieber den Weg oben rum. Weil das war, meine ich, da in der Ecke so ein bisschen blöd gemacht auch. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen. Mal hier runter. Nicht nur auf die Karte gucken. Weißt du, wie es den anderen Kontinenten ergeht? Sondern auch dahin, wo man eigentlich hinläuft. Genau, hier müssen wir auf jeden Fall durchkommen. Oh, Leute. Okay. Oh, wen haben wir denn da? Ritterin Mondgöttin.
Siehst du diese Leute dort? Achso, das sind gar nicht die Leute, die reden. Wenn du mit ihnen feierst, würde ihnen das bestimmt gefallen. Tihi. Tihi. Okay. Tihi. Jubel. Okay. Jetzt habe ich gelernt, dass ich das im Chatfenster machen kann. Habe ich sicher irgendwann am Anfang auch mal gelernt, aber habe es dann wieder vergessen. Hey, ich habe es gesehen. Du hast das Fest so richtig in Schwung gebracht. Haha, das hat dir Spaß gemacht, oder? Sieht so aus, als würden die Feierlichkeiten noch eine Weile andauern. Bitte komm uns jederzeit wieder besuchen. Ich werde stets hier auf dich warten. Ach du Schande. Ich komme vielleicht nicht mehr wieder. Ich meine, es kann ja auch sein, dass ich sterbe. Ist der... Ach so, ich dachte, der fliegt. Der ist mit dem Fahrrad am... Also so ein Einrad am Fahren. Fahr mich nicht um. Nö, er ist einfach über mich drüber gesprungen. Der ist cool. Okay. Dann schauen wir mal. Wir müssen jetzt wieder zur anderen Seite. Ist mir auch ein wenig zu laut da unten. Weißt du, wie es den anderen Kontinenten ergeht? Also grundsätzlich ist es so, mit Musik ist es ja noch ein bisschen was anderes. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen. Grundsätzlich ist es so, dass ich überhaupt nicht abkann, wenn es zu laut ist. So, da können wir einfach runterreiten. Mit dem Wasserfall finde ich ja immer noch, sieht so geil aus hier, ne? So. Hallo, bleibst du mal stehen? Ich mache die Maus. Ich konnte die Leute bis hierher jubeln hören. Die Gerüchte über deine guten Tanzkünste scheinen doch wahr zu sein. Haha. Was steht als nächstes an? Die Familie Nahun hat um deine Gesellschaft gebeten. Es scheint, als ob sie sich von dir verabschieden wollten, bevor du abreist. Oh, wie wäre es, wenn du ihnen ein kleines Geschenk dalässt? In dieser Gegend ist es Brauch, dass Ehrengäste einen Baum auf dem Anwesen pflanzen. Ich bin sicher, dass eins von... Ich kann heute wirklich nicht mehr lesen. Ich bin sicher, dass ein von dir gepflanzter Baum von den Nahuns für immer in Ehren gehalten werden würde. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, ich habe auch ein bisschen Probleme mit meinen Tränendrüsen und ich kann im Moment auch nicht so richtig scharf gucken. Wo sind die denn? Die sind aber nicht hier, oder? Die Dykoria-Ebene ist das. Kann ich da von hier aus direkt... Ah ja, kann ich von hier aus direkt... Okay, perfekt. So, das ist... alt. Geh doch mal. Hallo, wieso sammelst du die nicht? Ach so, Sammelwerkzeug. Ja, das funktioniert ja wieder nicht. Das haben wir ja schon probiert. Das funktioniert ja nicht. Die Kurierebene. Hallöchen. Ja, und wo sind die? Ach so, Baumpflanzen. Das hätte ich wahrscheinlich auch vorher vorne machen können, nehme ich an. Ich dachte, ich komme da in eine andere Ebene rein teleportiert. Das war natürlich Blödsinn. Ach, die sind das. Wenn du nicht gewesen wärst, Ritterin Mondgöttin, dann wäre das Königreich Lutera nun Geschichte. Im Namen aller Adligen möchte ich dir unseren Dank aussprechen. Außerdem war es für mich eine Ehre, als Ritter an deiner Seite einer so fähigen Ritterin wie dir gekämpft zu haben. Mir wurde auch gesagt, dass du uns ein Geschenk auf unserem Anwesen hinterlassen hast. Worte können nicht beschreiben, wie dankbar ich für deine Güte bin. Mondgöttin, du bist in unseren Anwesen jederzeit willkommen. Wir werden dich stets als eine Freundin der Nahuns in Erinnerung behalten. Ich hörte, dass du auf dem Schlachtfeld bei Boreas Reich siegreich warst. Ich bin zurückgeblieben, weil ich keine große Hilfe gewesen wäre. Aber ich habe dich aus der Ferne angefeuert. Und jetzt reist du über das Meer und fort von Lutera. Ich bin mir sicher, dass du dich überall gut durchschlagen wirst. Ich werde weiter für dich beten. Wann immer du deiner Reise überdrüssig bist, kannst du gerne nach Lutera zurückkommen. So, jetzt steht der Typ hier, oder was?
Nee, ist das jemand anderes, okay. Wow, es ist bereits an der Zeit, Lutera zu verlassen. Seit du uns geholfen hast, reden alle nur noch davon, wie sehr sich ihr Leben verbessert hat. Ich weiß nicht, ob wir uns für all deine Taten je angemessen revanchieren konnten. Können. Bitte pass auf dich auf und schau ab und zu mal wieder vorbei. Oh, wir werden dich sehr vermissen. Hast du dich von allen verabschiedet? Der nächste Halt ist das Dorf Styxia, das sehr unter den Heretikern gelitten hat. Seit die Ritter Lutheras die Heretiker bezwungen haben, erstrahlte das Dorf wieder im alten Glanz. Schwarzbogenkapelle. Okay, dann machen wir direkt schon mal Trick 17. Ist mir egal, dass das so viel kostet. Ich bin reich. So. Dann müssen wir... Bessere Zeiten werden kommen. Endlich bist du zurück, Königsritterin. Das Dorf Styxia steht tief in deiner Schuld. Das Dorf floriert wieder, findest du nicht auch? Die meisten derer, die ihr zu Hause verließen, um sich den Heretikern anzuschließen, sind jetzt zurückgekehrt. Ich bin mir sicher, dass sie dir viel zu erzählen haben. Warum triffst du dich nicht mit ihnen? Weil das ziemlich langwierig ist. So, da war einer. Da war einer. Ich werde das Dorf verändern. Da waren zwei. So. Wenn du nie hergekommen wärst, wäre nichts hiervon möglich gewesen. Danke für dieses Wunder. Mein Wunsch ist dank dir wahr geworden, Mondgöttin. Die meisten der zurückgekehrten Dorfbewohner gehörten zu denen, die sich den Heretikern anschließen wollten. Was die angeht, die noch nicht zurückgekehrt sind, bin ich nicht sicher. Wer weiß, was mit ihnen passiert ist. Ihre Familien sind ganz krank vor Sorge. Alle haben große Angst. Es wäre das Beste, wenn sie einfach wiederkämen. Die Leute hier sagten, dass sie sich vielleicht beim Klippenfriedhof versteckt haben könnten. Allerdings ist dieser Ort wirklich schaurig. Bisher hat sich noch keiner bereit erklärt, dort nach dem Rechten zu sehen. Ja, kein Thema, machen wir auch mal wieder. Wenn ich denn weiß, wo das ist. Moment, das wird hier unten angezeigt. Ist das, wenn ich da durchgehe? Ich glaube ja, ne? Nee, Moment. Da steht's da oben. Ach so, Moment. Das ist die andere Quest. Ach, ich bin ja auch so doof. Okay. Ja, ja, ja. Können wir aber nicht direkt hin. Hallo? Ich wollte eigentlich das Ding direkt aus. Oder wir können es eigentlich auch eine Weile anlassen. Ich glaube, das ist hier ein bisschen blöd zu laufen. Das ist sowieso so blöd, dass das immer genau in der Mitte ist. So. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was jetzt besser ist. Ob wir rechts oder links rumlaufen. Ja, ich würde die Sachen alle super gerne einsammeln, aber irgendwie funktioniert das ja nicht mehr mit dem Werkzeug, was ich habe. So. Oh nee, kein Boss. Hau ab. Hau einfach ab. Geh mir nicht auf den Sack. Na, ist noch jemand da? Anscheinend nicht. Aber ich kann immer noch prüfen, hä? Hallo? Wir klopfen einfach nochmal. Aller guten Dinge sind drei, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das jetzt bedeutet. Ob das jetzt verbuggt ist oder ob da jetzt wirklich keiner ist. Keine Ahnung. Das prüfen wir direkt mal von unten. Klopf, klopf, ist jemand da? Prüfen wir nochmal.
Hier scheint niemand zu sein. Naja, gut. Ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich müssen wir, wenn wir überhaupt jemanden finden, am Ende nur jemanden finden. Keine Ahnung. Jemand hustet. Ah. Klopf, klopf, genau. Stimme in der Hütte. Versuche an der Tür zu klopfen. Du bist doch diese Ritterin, die die Kapelle gestürmt hat. Warum gibst du vor, dass du dir Sorgen machst? Du hast alles ruiniert. Jetzt ist alles vorbei. Alles vorbei. Ich bin verdammt. Wie soll ich denn jetzt weiterleben? Wie? Mir geht es gut. Ich brauche kein Mitgefühl von dir. Verschwinde. Oh. Hallo, mein Name ist Skilla. Und wie heißt du? Mondgöttin? Was für ein lustiger Name. Bist du den ganzen Weg hierher gekommen, um meine Mama zu finden? Ach, das war eine Frau. Okay. Meine Mama ist... Sie hat gerade große Schmerzen. Ihr tut etwas ganz doll weh. Ich will ihr helfen, damit es ihr besser geht. Mondgöttin, würdest du mir bitte helfen? Ich bin sicher, dass ich hier in der Nähe gesehen habe, was sie braucht. Und was braucht sie? Na gut, reiten wir erstmal dahin. So, Mädel. Vielleicht war es nicht hier. Ich dachte, ich hätte es hier gesehen. Ja, wo ist sie jetzt? Ach, da ganz oben. Okay. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt hier irgendwie Gegner waren. Übrigens ein geiler Sprung. Also jeder normale Mensch würde das schaffen, so zu springen. Naja gut, wir sind ja nicht normal, ne? Also weder ich bin noch normal, noch meine... Oh nein! Oh, ja, ich wollte nicht G drücken. Ich wollte eigentlich auf die Maustaste drücken. So viel dann wieder zu überschnell zuckenden Fingern. So. Oh, 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 oh. Was haben wir denn hier? Ein Mokuschamen. Sehr schön. Dann gucken wir hier auch direkt nochmal. Aber da ist nur was zum Runterrutschen. Sind wir hier oben denn noch nicht gewesen? Scheint nicht. Den Aussichtspunkt, der ist auch neu. Denke ich. So, auf Anhieb sehe ich da jetzt auch keine Mokosamen. Aber gut, von hier vorne kann man es schlecht sehen. Hier ist es auch nicht, wie? Oh, wo war das denn? Ich bin sicher, dass wir es finden, wenn wir noch etwas weitergehen. Natürlich. Also müssen wir den ganzen Weg sowieso gehen. Oder auch rutschen. Sowas macht immer Spaß. Dann gehen wir einmal hier hoch. Schauen nochmal doppelt und dreifach, ob hier vielleicht doch noch irgendwo ein Mokosamen versteckt ist. Aber es sieht nicht danach aus. Hier ist es. Diese Knoblauchblume, direkt dort, am Boden wachsender schwarzer Knoblauch kann alles heilen. Das hat mir meine Mama gesagt. Bitte bring die Pflanze zu meiner Mama, Mondgöttin. Ich bitte dich. Meine Mama darf nicht länger krank sein. Sie hat doch wegen mir schon so viele Schmerzen gehabt. Bitte mach, dass es Mama wieder gut geht. Okay, warum? Achso, ich muss erstmal einsammeln, okay. Und dann verstehe ich das. Mich würde nur mal interessieren, ob das irgendwelche Höhleneingänge sind, wo man auch tatsächlich reingehen kann. So, dann klopfen wir nochmal. Hallöchen. Bist du taub oder was? Ich habe dir doch gesagt, du sollst verschwinden. Was? Skilla? Woher kennst du meine Skilla? Lüg mich nicht an. Meine Skilla.
Meine Tochter. Sie ist tot. Und was hast du mir da überhaupt mitgebracht? Schwarzer Knoblauch. Skilla war immer so krank, also habe ich stets versucht, ihr den zu geben. Obwohl sie ihn gehasst hat. Ich konnte nicht glauben, dass meine Tochter so sterben würde. Ich hatte nicht mal ein Grab ausgehoben. Ich habe mich nur tagelang an ihren Körper geklammert, konnte einfach nicht weiterleben, ohne den Verstand zu verlieren. Die Dämonen. Anscheinend kannten sie einen Weg, Skilla zurückzubringen. Ich dachte, ich wäre bereit, jeden Preis zu zahlen, um sie zurückzubekommen. Aber es ist alles schiefgelaufen. Ich stand kurz davor, meine Tochter wiederzusehen. Aber es scheint, als könnte meine süße Tochter nicht mal in Frieden ruhen, da sie versucht, ihre Mama am Leben zu halten. Sie versucht, ihre Mama vor dem Tod zu retten. Oh. Die Übersetzung ist etwas holprig. Was sollen wir jetzt hier machen? Nutze den Negativ. Um zu bestreiten, dass du eine Heretikerin bist. Wieso? Das weißt ihr doch. Ach, muss man wieder draufklicken. Moment. Ach so. Hä? Nee. Dass du eine Heretikerin bist. Schreiber Theo, das ist doch der, mit dem ich die ganze Zeit gesprochen habe. Ich verstehe es nicht. Wieso soll ich dem irgendwas beweisen? Beziehungsweise, ne? Der hat uns doch hier hingeführt eben. Da du so lange gebraucht hast, um zurückzukommen, haben wir Oberhaupt Maya gefragt, wo du warst und sind hergekommen. Sieht aus, als hättest du in der Zwischenzeit eine weitere Person gerettet. Auch wenn man nicht sagen kann, dass die, die sich dem Kult angeschlossen hat, unschuldig sind. Ich denke, dass sie alle ihre guten Gründe hatten, zumindest anfangs. Wie es scheint, warst du sogar ihnen gegenüber barmherzig, Ritterin Mondgöttin. Bitte erlaube mir, dich zum Hafen zu eskortieren. Bitte lass dir Zeit und verabschiede dich. Ich treffe dich dann in Boreas Reich. Boreas Reich, da haben wir noch eine Quest, die wir weitermachen müssen. Ja, cool. Endlich kommen wir mal hin. Ich sollte für meine Tochter ein Grab ausheben. Nein, du musst mir nicht helfen. Das ist die Aufgabe einer Mutter. Zugegeben, es kommt ein bisschen spät. Vielen Dank. Sobald ich mich wieder gefasst habe, verlasse ich diesen Ort hier. Keine Sorge, ich komme schon klar. Ich hoffe, dass die leidenden Leute anderer Kontinente von Luterra das große Glück haben, dich eines Tages kennenzulernen, so wie ich. So, dann müssen wir einmal in Boreas Reich rein. Wobei, da waren wir schon, ne? Sonst könnten wir ja logischerweise nicht dahin porten. Klar, das war natürlich die große Schlacht. Habe ich total vergessen, dass das gewesen ist. Du solltest dich jetzt zum Hafen begeben. Der Wiederaufbau läuft auch hier auf Hochtouren. Da du so viel für Borea geleistet hast, warum schaust du da nicht einfach mal vorbei, um Hallo zu sagen? Die hübsche Dame da drüben starrt dich schon eine ganze Weile an. Ja und? Kann ich da was für? Machen wir uns bereit aufzubrechen. Vor allem da hinten, der sieht die gar nicht. Geehrte Ritterin, willst du Luterra schon verlassen? Wie schade. Die Leute der Borea-Festung erholen sich, wenn auch langsam. Aber sie sind sich alle einig darin, sich nicht unterkriegen zu lassen. Ich habe allerdings das Gefühl, dass Yamir mit jemandem konspiriert, um Vorräte beiseite zu schaffen. Ich weiß, dass ich nicht herumlaufen und unschuldige Leute verdächtigen sollte, aber Fortin erscheint mir doch sehr verdächtig. Irgendjemand streicht hier auf unregelmäßige Art gewalttätige Gewinne ein, aber niemand tut etwas dagegen. Wenn wir nur eindeutige Beweise hätten.
Ich wollte endlich übersiedeln. Die Folge dauert doch schon so lange, Leute. Ich hab dir schon gesagt, dass ich darüber nichts weiß. Ich habe mit ihm noch nicht einmal eine Mahlzeit geteilt. Noch nicht einmal geredet habe ich mit dem Beamten Yamir. Nein, ich wollte nicht... Hallo? Look. Nein! Oh. Ja, ist gut. Dann klicke ich halt kein G. Ich meine, das war auch kein G, das war eine andere Taste. Wäre ja auch so schön, wenn in einer Folge mal irgendwas klappen würde, ne? Ich wusste es. Yamir steckt hinter den Vorratsknappheiten. Alle haben so hart gekämpft, um Borea zu verteidigen. Und doch ein egoistischer Verräter, unbemerkt in der Festung verblieben. Warte nur, bis ich ihn in die Finger kriege. Achso, da steht sie. Können wir jetzt endlich mal übersegeln oder dauert das noch lange hier? Ich? Das ist ein Riesenmissverständnis. Du verstehst das alles falsch. Marilyn, hör mir zu, ich... Spar dir die Entschuldigung für den Prozess in Luterra. Ja. Es war mir eine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten. Es scheint, dass die Dinge in Ordnung kommen, wo immer du auch hingehst. Haha. Jedes Abenteuer, das ich mit dir erleben durfte, hat einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Ich hoffe, dass du auf deine weiteren Reisen nur die besten Erfahrungen von Luterra im Herzen tragen wirst. Ich habe ein kleines Geschenk für dich vorbereitet. Ja. Achso, F5. Das Volk sehnte sich nach dem verbannten Prinzen. Aber sie hatten nicht erwartet, dass er und seine bunte Anhängerschaft in der Lage wären, Regent Scherich zu vertreiben, der einen Pakt mit den Dämonen geschlossen hatte. Doch die Götter helfen jenen, die sich selbst helfen. Als Prinz Thyrain mit gebrochenem Schwert standhielt, um das leidende Volk vom Regenten zu befreien, erschien jemand auf wundersame Weise vor ihm. Das Licht des Schicksals entsandte ein heldenhaftes Wesen. Seine Ankunft beendete alles Unrecht, das der stolzen Geschichte Luterras angetan wurde. Das Volk von Luterra erinnert sich an dieses Wesen, das so gütig war, dass es eine Frau tröstete, die nach dem Tod ihrer Tochter zur Heretikerin wurde. Mit der Gerechtigkeit bewaffnet, entlarvte es die Beamten, die sich während des Krieges an den Schwachen bereicherten. Das gütige und gerechte Wesen war stets von Licht umgeben und strahlte den unleugbaren Glanz wahren Heldentums aus. Ich plane ein Buch, um über deine Erfolge zu schreiben. Wenn du das machst, solltest du aber bitte meinen Namen erwähnen und nicht einfach nur so ein zauberhaftes Wesen oder sowas schreiben. Ja, das wollte ich nur mal erwähnt haben. Ich meine, wenn sowas schon vorgelesen wird, dann kann man ja eigentlich auch, weiß ich, ja gut, dann hätte man, doch im Endeffekt hätte man die Stimme nehmen können, als Computer reinschreiben können. Also es gibt ja diese Computer, die vorlesen und dann einfach den Namen entsprechend vorlesen können. Also das ist schon möglich und das ist gar nicht so kompliziert, wie es sich jetzt anhört. Ein Exemplar werde ich in der Bibliothek von Thermia überlassen. Komm also jederzeit gerne vorbei, um darin zu lesen. Ich habe daran gedacht, auch dir ein Exemplar zu schenken, aber ich werde es hier behalten. So gibt es einen guten Grund, dass wir uns wiedersehen. Haha. Gute Reise. Möge die Gerechtigkeit von Luterra dir immer zur Seite stehen. Ja. Weiß ich immer noch nicht, wie ich jetzt mit der Fähre dahin komme. Achso, hier. Sprich mit der Wache. Naja, gut. Dann würde ich aber eigentlich... Nein, ich wollte mich nur nach unten drehen. Mehr wollte ich doch gar nicht machen.
Ist ja gut. Ich werde mich nie dran gewöhnen, dass das hier so anders ist mit der Steuerung, ganz ehrlich. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich dann hier auf jeden Fall erstmal einen kleinen Cut mache und dass wir dann, ja, wir müssten eigentlich nochmal gucken, bevor wir gehen, dass wir diese drei Tränke brauen. Ich denke mal, dass wir die noch gut gebrauchen können. Den Bereich mit der geheimen Plantage, ja, weiß ich nicht. Den überspringen wir erstmal, denke ich mal, weil das ist... Es ist ein Zusatz, es gehört ja jetzt nicht zur Hauptstory. Aber wir werden auf jeden Fall erstmal gucken, dass wir... Ich mag keine Crash-Bomben hier. Hau ab, bitte. Dankeschön. Also, jetzt kann ich mich gar nicht mehr nach vorne drehen. So. Leute, lasst mich in Ruhe. Ich möchte nur einfach abmoderieren. Also, ich denke mal, wenn ich... Nein, anders gesagt. Wenn ich daran denke, dann hoffe ich, dass wir als nächstes erstmal noch die Sache mit dem Trank machen und dass wir uns dann direkt aufmachen zum, wie heißt das, Wellenstrandhafen in der nächsten Folge. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal darauf, ja, andere Bereiche zu erkundschaften und zu sehen, wie es außerhalb von Lutera, sage ich jetzt mal, aussieht. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vergesst nicht, das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat, und mich zu abonnieren. Vielen Dank!